Künstlerpersönlichkeiten, die sich durch ihr langjähriges Wirken in und für Zwickau besondere Verdienste erworben haben, werden vom 10. April bis zum 29. Mai in der Galerie am Domhof geehrt. Karl Michel, Tatjana Lietz und Edgar Klier haben viel für das künstlerische Renommee der Stadt Zwickau getan. Ohne ihr engagiertes Wirken wäre die Zwickauer Kunstszene heute eine ganz andere. Tatjana Lietz, Edgar Klier, Karl Michel, In Memoriam, Malerei und Grafik. Unter dieser Überschrift steht die vierte Ausstellung in der Galerie am Domhof seit der Wiedereröffnung im September 2015. Für die Stadt Zwickau ist es eine bedeutsame und wichtige Ausstellung. Die Tatjana Lietz hätte in diesem Jahr, also 2016, ihren 100. Geburtstag gefeiert. Der Karl Michel, mit dem sie eng verbunden war, freundschaftlich verbunden war, der auch eine Lehrtätigkeit und Leitungstätigkeit an der Mal- und Zeichenschule in Zwickau hatte, hat seinen 60. Todestag in diesem Jahr. Und der dritte Künstler, der Edgar Klier, der Schüler vom Karl Michel gewesen ist an der Mal- und Zeichenschule, hätte in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiern können. Leider ist er nun im letzten Jahr verstorben, aber wir wollen ihm trotzdem eine Ausstellung widmen und so sind alle drei hier präsent. Tatjana Lietz kam aus Riga nach Deutschland. 1945 zog sie von Berlin nach Zwickau. Bedeutend war ihre Arbeit für die hiesige Mal- und Zeichenschule und als Lehrerin vieler späterer Künstler. Christian Siegel ist einer davon. Tatjana Lietz ist ein ganz besonderer Mensch gewesen. Ihre Freunde nannten sie eigentlich so die kleine Universität, weil sie eine der letzten Menschen, die ich kannte, die umfassend gebildet waren im goethischen Sinne, also philosophisch, künstlerisch, wissenschaftlich. Sie hatte ja Mathematik studiert und dann eben auch im kulturellen, künstlerischen Bereich. Sie sprach ja auch vier Sprachen. Das Werk von Tatjana Lietz nimmt einen breiten Raum in der Ausstellung ein. Neben Stillleben und Landschaften ist ihr letztes unvollendet gebliebenes Bild aus dem Jahr 2000 und ihr letzter Malkasten zu sehen. Eines der Porträts zeigt den jungen Siegfried Wagner, als der heutige Kunstvereinsvorsitzende noch unter Tage arbeitete. Viele ihrer Werke sind natürlich geprägt von den Gefühlen, die sie hier quasi durch die Kriegsereignisse nach Zwickau gekommen, als Sehnsuchtsgefühle für ihre Heimat hegte. Und das ist vielen Bildern anzusehen, aber auch die Freude, hier zu leben, nach 1945 hier was Neues aufzubauen, diesen Aufbruch merkt man auch. Und eben einfach die Freude an der Farbe. Ein Zitat ist ja auch, das sagte sie in einem Interview mal, sie hat diese unbändige Lust zu malen. Mit Karl Michel, dem zweiten Protagonisten der Ausstellung, pflegte Tatjana Lietz eine freundschaftliche Verbundenheit. Der legendäre Begründer der Zwickauer Mal- und Zeichenschule gilt als expressiver Erneuerer der grafischen Ex-Libris-Kunst. Die Arbeiten, die er für seine künstlerische Freundin anfertigte, sind in der Galerie zu sehen, neben anderen Holzschnitten und Radierungen. Wie Tatjana Lietz ist Karl Michel als Kriegsflüchtling nach Zwickau gekommen. 90% seines grafischen Werkes hatte er 1943 bei einem Bombenangriff auf Berlin eingebüßt. In Zwickau hat er eine neue Heimat gefunden und als Grafiker freiberuflich gearbeitet und hat dann 1948 die legendäre Mal- und Zeichenschule mitgegründet. Ab 1952 war er deren Direktor und hat auch 1953 Tatjana Lietz hingeholt. Da gibt es viele oder einige schöne Zitate auch, wo sie sich übereinander äußern. Also sie schätzen sich beide sehr. Karl Michel schätzte Tatjana Lietz als Porträtmalerin und Zeichnerin. Und sie hatte großen Respekt vor der Persönlichkeit von Karl Michel, als nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch, der also dort eine wunderbare Leitungsfunktion ausgeübt hat. Es ist schade, dass wir eigentlich keine Arbeiten oder kaum Arbeiten von vor 1945 kennen, da Karl Michel in Berlin ausgebombt ist und sein gesamtes Schaffen, oder fast gesamtes Schaffen, damit verloren gegangen ist. Die dritte Künstlerpersönlichkeit, an welche die Schau erinnert, ist Michels Schüler Edgar Klier. Der 2015 verstorbene Zwickauer Maler und Grafiker wäre im Februar 90 Jahre alt geworden. Im Vortragsraum hängt eine Auswahl seines Schaffens. Impressionen seiner Auslandsreisen, Selbstporträts und mehrere Ansichten seiner Heimatstadt.
Ohne die Unterstützung des Zwickauer Max-Pechstein-Museums wäre eine derart aussagefähige Retrospektive zu so namhaften Künstlern nicht möglich gewesen. Zusätzlich muss man natürlich sagen, haben wir auch private Leihgeber. Gerade hier in diesem Raum mit den Werken von Edgar Klier hat uns seine Witwe, die Erika Klier, sehr unterstützt. Wir haben von ihr viele, viele Bilder bekommen. Wir durften aussuchen, was uns für diese Schau wichtig ist. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man so auswählen kann. Und dadurch sind auch viele Dinge hier zu sehen, die vorher noch nie gezeigt worden sind. Davon können sich die Besucher der Vernissage am Sonntag mit eigenen Augen überzeugen. Beginn ist 11 Uhr. Wir freuen uns, dass die Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau einige Worte sagen wird. Bestimmt auch sehr persönlich geprägte Worte, denn sie war Gerhard Hauptmann-Schülerin, also hat Tatjana Lietz noch kennengelernt. Christian Siegel wird die Laudatio halten. Wir haben natürlich auch wieder ein musikalisches Umrahmungsprogramm. Also ich denke, es wird wieder eine schöne Ausstellungseröffnung werden. Zu sehen ist die Werkschau von Tatjana Lietz, Karl Michel und Edgar Klier bis zum 29. Mai in der Galerie am Domhof. Für Zwickauer Kunstfreunde ein unbedingtes Muss.